So, das Video geht jetzt hier sehr spontan los und ohne Intro und alles, weil heute wird nicht geschnitten. Ja, yeah. Also, hallo! Heute möchte ich euch gerne meine Beauty-Favoriten aus dem Monat März und ein bisschen April zeigen, weil heute ist der 9. April, ne? Und ich habe das immer ziemlich drauf, diese Favoriten-Videos irgendwie nicht rechtzeitig hochzuladen. Also, deswegen ist es so halber Monat April und März. Ja, und wie schon hier in diesem kleinen Intro gerade gesagt, in diesem Video wird nicht geschnitten. Das habt ihr euch gewünscht nach meinem letzten Outtake-Video. Und ich habe ein bisschen Angst hier vor, weil das bedeutet, ich muss jetzt die ganze Zeit durchreden. Ich kann keine Pause machen und ja, ihr kriegt alles mit. Also ich hoffe, dass dieses Video nicht komplett chaotisch wird. Und es kommt jetzt auch kein Make-up-Mittwoch-Intro, also weil ich jetzt nicht schneide, wie schon gesagt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach so viel Spaß und theoretisch würde ich jetzt einen Cut machen, aber der bleibt jetzt eben weg. Ja. Mit was fange ich denn an? Ich fange an mit... Oh ja, ich fange an mit was sehr Tollem. Und zwar habe ich im Monat März und April logischerweise auch, aber ich weiß nicht mehr, wann ich das gekauft habe. Ich glaube irgendwann so Mitte März rum, ein Blush entdeckt. Und zwar bei P2. Das ist aus einer aktuellen LE. Die nennt sich Catch the Glow. Ist einfach so eine schwarze Aufmachung mit so bunten Tribal-Mustern drauf. Und ich habe dieses Blush gesehen und war erstmal nur so... Boah! Also das ist so schön. Es erinnert mich total an dieses Rose Gold Blush von Sleek, das ich nicht besitze, aber ich habe Bilder online gesehen und da sieht es so aus. Also es ist einfach so Rose Gold mit goldenem Schimmer drin und es kommt so schön rüber auf den Wangen. Also ich habe ein paar Blushes, die in der Verpackung so aussehen, aber dann getragen nicht. Und das hier schon. Also das hat, man hat so einen richtig schönen goldenen Glanz auf den Backen oder so einen Schimmer. Es sieht einfach wahnsinnig schön aus. Ich freue mich so sehr, das im Sommer zu tragen und im Frühling. Und ich habe es jetzt auch schon die ganze Zeit benutzt. Ist mega krass pigmentiert, also muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber ich kann euch diese LE auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Wenn ihr die Chance habt, noch zu DM zu kommen, dann haltet auf jeden Fall nach diesem Blush-Ausschau. Die Farbe nennt sich 010 Beach Beauty. Und es gab noch eins, das war mehr so braunstichig und sah aus wie ein Bronzer. Aber ja, also auf jeden Fall war mal das hier... ein großer Favorit von mir in letzter Zeit, so aus der Beauty-Sparte. Dann eine Gesichtscreme, die ich euch in meiner Gesichtspflegeroutine auch schon gezeigt habe. Und zwar die Sebamed-Creme, also diese hier in der Tube. Ich habe da zwei verschiedene gehabt, weil ich ja so trockene Stellen im Gesicht hatte. Meine Haut ist übrigens wieder gut. Also für alle, die gesagt haben, ich soll zum Arzt gehen und so weiter. Vielen Dank für eure Tipps, aber... ich glaube, das war wirklich einfach nur Allergie und meine Haut ist wieder wunderbar. Ich habe die trockenen Stellen wieder in den Griff gekriegt und einen großen Beitrag dazu hat diese Creme hier geleistet. Ich habe die nämlich auch auf so trockene Stellen gemacht, die ich an den Beinen hatte und so. Und wirklich kein Scherz, die waren über Nacht dann einfach weg. Oder was heißt weg, aber auf jeden Fall nicht mehr so trocken. Und deswegen durfte die jetzt auch in diesem Video auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist die Sebamed Hautberuhigende Gesichtscreme mit Omega-12 gegen trockene Haut, bla bla, auch bei Neurodermitis und Schuppenflechten geeignet. Ja, also kostet glaube ich so um die 10 Euro, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Habe ich beim DM gekauft, wird es wahrscheinlich auch in jeder anderen Drogerie geben. Und ohne diese Creme würde ich jetzt sehr, sehr grauenhaft aussehen. Also einmal die auf jeden Fall. Theoretisch würde ich jetzt wieder schneiden, aber das mache ich jetzt nicht. Deswegen mache ich gleich weiter. Mit was denn? Ah, ja, auch ein Favorit, den ich schon viele, viele Male erwähnt habe und jede Woche benutze, kann man das so sagen? Also eigentlich, so, nochmal, stopp. Ich habe ja gerade lackierte Nägel, wie ihr sehen könnt. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in letzter Zeit habe ich immer lackierte Fingernägel gehabt. Und wenn ihr schon lange meine Videos guckt, dann wisst ihr, ich hatte nicht immer lackierte Fingernägel. Das ist mir einfach auch viel zu anstrengend und die immer neu zu lackieren, dann splittert es ab. Bla bla bla. Ich habe jetzt eine wunderbare Methode gefunden, um den Nagellack wirklich lange, lange haltbar zu machen. Und ich mache jeden Sonntagabend so eigentlich meine Nägel. Dann halten die eine Woche und dann mache ich sie wieder Sonntag. Und dann habe ich einfach die Woche über keine Probleme. Und zwar ist die Rede von den Essence Gel Nails at Home. Ich habe jetzt einfach mal hier stellvertretend die Verpackung von der UV-Lampe. Ich habe die Sachen, die ich dazu brauche, zur Verfügung gestellt bekommen beim Essence-Event. Also vielen Dank an das Essence-Team, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, das auszuprobieren, weil ich weiß... ich hätte es mir wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich zu geizig wäre. Ich werde aber auch noch meine komplette Review über dieses Set drehen, weil ich glaube, es gibt viele da draußen, die das sehr interessiert.
Das ist ja eigentlich auch eine coole Sache. Und auch so, wie sehen meine Nägel danach aus? Ist es schwierig? Ist es einfach? Wie lange dauert es? Bla bla bla. Da werde ich alles, da werde ich auf alles drauf eingehen. So. Auf jeden Fall, dieses Set ist einfach ultimativ gut. Also wenn ihr wirklich was braucht, was den Nagellack lange haltbar auf euren Nägeln macht, ohne aber jetzt Shellack machen lassen zu müssen. Oh Gott, verschachtelter Satz. Oder, ich weiß nicht, teuren Nagellack zu kaufen, keine Ahnung. Also mit diesem Gerät halten bei mir halt auch die richtig günstigen Nagellacke, die nach einem Tag eigentlich absplittern, eine Woche. Und das finde ich halt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich habe auch schon viele Freundinnen aus der Uni angefixt, sich dieses Ding zu kaufen. Shame on me. Aber ja, es ist wirklich eine große Empfehlung. Aber wie gesagt, eine ausführliche Review dazu wird auf jeden Fall noch folgen. Kommen wir zum nächsten Favoriten, würde ich sagen. Ne? Ganz einfach und unkompliziert. Und zwar ist das ein Lippenstift. Der hier ist von Yves Rocher. Und ich habe von Yves Rocher gar nichts. Außer diesem Lippenstift. War folgende Geschichte. Ich war in Köln auf dem Beyoncé-Konzert. Oh mein Gott, es war einfach nur granatenmäßig gut. Aber darum geht es jetzt nicht. Und wir waren dann noch ein bisschen so durch Köln bummeln davor. Sind am Yves Rocher vorbeigekommen. Und dort hatten sie so ein Gewinnspiel. Oder so, man konnte so Lose ziehen. Und dann konnte man was gewinnen und ich habe ein Los gewonnen. Ich konnte mir was im Wert von 15 Euro im ganzen Laden aussuchen und habe mir einen Lippenstift ausgesucht. Ich muss sagen, ich finde die Yves Rocher Sachen recht teuer. Also das hat mich ein bisschen erschreckt. Ich hätte mir da nichts gekauft, hätte ich nicht den Gutschein bekommen. Aber das ist einer von diesen Lippenstiften. Couleur Nature, toll. Sheer and Shine Lipstick. Sheer and Shine. Farbe... Nummer 1, Fail, La Gasly, keine Ahnung, es ist so ein Pink, was richtig pink krass aussieht und aber ganz schier nur ist, also auf die Entfernung bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ihr es überhaupt erkennen könnt, hier seht ihr, ist einfach nur richtig, richtig hübsch, finde ich, wie so ein getönter Pflegestift, könnte man sagen, mit bisschen Glitzer, so in so einem pink-rosa Ton irgendwie mit so ein bisschen Koralleinstich. Finde ich für den Frühling sehr schön und habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr gerne getragen, weil das wieder so ein Ding war, das einfach nur mit getuschten Wimpern und man sah einfach so schön frisch aus. Und so jetzt im Frühling, Sommer und so bin ich eher ein Fan von solchen Looks. Deswegen war auf jeden Fall das hier ein Favorit von mir. Und noch was Schminkmäßiges waren diese Kajalstifte von Catrice. Und die habe ich euch in meinem Catrice-Look gezeigt. Und zwar diesen hier. Also es sind zwei Stück Kohl-Kajalstifte. Einmal dieser Türkis-Mintfarbene hier in der Farbe 180. Too Cool for Pool. Und dann dieser Blau-Violette in der Farbe 170 Blues Willis. Und diese Kajalstifte sind auch wirklich eine große Empfehlung, wenn ihr gute farbige Kajalstifte sucht. Die sind super cremig, die Farbabgabe ist genial, die lassen sich schön verblenden, die lassen sich leicht auftragen. Also sie sind halt sehr cremig, das heißt, je nachdem müsst ihr sie vielleicht noch mit Lidschatten oder so setten. Aber was ich sehr gerne gemacht habe, ist die am unteren Wimpernkranz aufgetragen und dann einfach nur die Wimpern getuscht und fertig. Und das finde ich ist einfach so ein schöner Frühlingslook. Und gerade mit diesen Farben, ich finde halt diese Farben schön. Könnt ihr sie überhaupt erkennen? Ich glaube schon, oder? Naja, es ist auf jeden Fall ein Türkis und so ein Blau. Und, ich muss mal kurz meine Nase so ein bisschen... Das ist der Nachteil, wenn man nicht schneidet, dann bleibt sowas drin. Also, 100% Marie pur. Auf jeden Fall, diese Kajalstifte, so, wo war ich, mag ich auch sehr gerne, bla, ne? Also, waren auf jeden Fall auch ein Favorit. Ich habe die super oft, ich habe die auch gerne so im Verlauf getragen. Also, innen hell, außen dunkel, ineinander gewischt. Ich bin einfach so ein farbiger Kajal-Fan, gerade wenn das Wetter wieder so schöner wird. Ja, auf jeden Fall einmal die und dann noch so einen schminkmäßigen Favoriten oder ich weiß nicht, Pflege. Naja, ist das Rapid Brow Eyebrow Enhancing Serum. Das hier ist so teuer. Oh mein Gott. Ich habe mir das selber gekauft, also kein Geld hierfür, kein bezahltes irgendwas, selber gekauft, bei Amazon bestellt. Für 40 Euro, glaube ich. Oder 38. Ich weiß auch nicht. Also, die Nihan ist schuld. Ihr kennt sie vielleicht von YouTube. Schlimm, schlimm, sie hat mich angefixt. Das Zeug hier ist ein Augenbrauengel. Im Prinzip, was das natürliche Augenbrauenwachstum ankurbeln soll. Ich weiß nicht, ob ihr es auf die Entfernung erkennen könnt. Ich lasse meine Augenbrauen wachsen.
Denn nicht nur ihr, sondern auch ich finden dicke Augenbrauen natürlich schöner, aber ich möchte halt, dass sie gleich sind und das war bei mir irgendwie früher nicht möglich. Ich finde, jetzt sehen sie eigentlich relativ so von der Biegung her gleichmäßig aus. Meine Augenbrauen und ich, wir sind eh so ein Ding für uns. Sie sehen gerade sehr, sehr schlimm aus. Ich lasse sie sehr schlimm wuchern. Ich habe dieses Zeug seit, lass mich nicht lügen, 4 Wochen vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend wirkt es oder sieht man so einen richtigen Effekt erst nach 8 Wochen. Ich habe ein Vorherbild gemacht. Ich werde ein Nachherbild machen und ich werde es dann bei Instagram posten. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, mir zu folgen. Alle Links und bla bla findet ihr unten in den Infos. Dieses Augenbrauenserum habe ich zweimal am Tag aufgetragen, morgens und abends. Ich habe keinen Ausschlag gekriegt, es hat nichts gejuckt, es hat nichts gebrannt, ich habe keine komischen Pickel oder sonst was bekommen. Meine Augenbrauen wachsen sehr stark. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt hieran liegt oder ob sie das so oder so machen würden. Sie wachsen auf jeden Fall wie Kraut und Rüben. Ich lasse sie in der Mitte enger zusammenwachsen und ich lasse sie mehr hier dicker werden. Sie sehen einfach gerade richtig grauenhaft aus. Von nahem denkt man, ich hätte mir im Leben noch nie die Augenbrauen gezupft. Aber hey, also ich bin mit dem bis jetzt sehr, sehr zufrieden und da ich es jeden Tag zweimal benutzt habe, wollte ich es euch gerne jetzt mal in meinen Beauty-Favoriten vorstellen, weil es ist ja schon so eine Art Favorit. Ich vertrage sehr gut und meine Augenbrauen wachsen und ich benutze es jeden Tag. Also, ja. Den Link dazu findet ihr unten in den Infos und dann könnt ihr ja mal anschauen. Vielleicht wollt ihr es ja auch. Oh Gott. Aber denkt mal lieber zweimal drüber nach, weil es ist sehr teuer und ich möchte euch ja nicht dazu animieren, so teure Sachen zu kaufen. Ja. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie lange geht denn das Video schon, weil meine Augen, das ist so weit weg. Und solche Szenen würde ich auch eigentlich rausschneiden. Aber wie gesagt, ihr kriegt alles mit. Okay, kommen wir zu meinem letzten Favoriten diesen Monat. Das ist auch was, was ich euch schon mal gezeigt habe. Bla bla, Marie, wie unkreativ. Und zwar ist es dieses Redken Haaröl. Noch so ein teures Ding. Da sind 100 Milliliter drin und ich will gar nicht wissen, was es kostet. Ich habe es auch mal vor ewigen Ewigkeiten zugeschickt bekommen. Ich habe da auch mal so eine Geschichte erzählt, wie ich es als erstes benutzt habe. Ich habe es mir nämlich so auf die Haare getropft. Ich sah aus wie die schlimmste Schmalzbirne. Oh mein Gott, ich meine, jetzt zurückblickend denke ich mir, Marie, wie dumm warst du eigentlich? Mal ganz ehrlich. Wer tropft sich denn Öl direkt auf die Haare? Aber gut. Das ist einfach eben ein Öl und man tropft sich so ungefähr einen Tropfen auf die Finger oder vielleicht zwei und reibt es in die Haarspitzen. Und ich muss sagen, ich war nie so ein großer Fan von Haarölen, aber jetzt in letzter Zeit, ich benutze das wieder so gerne. Im Prinzip eigentlich jedes Mal, wenn ich meine Haare geföhnt habe und die dann unten so frizzig abstehen. Ich habe keinen Spliss. Ich gucke wirklich so ständig so, aber ich habe keinen Spliss, aber sie stehen halt trotzdem so buschig unten ab. Und dann so ein bisschen Haaröl rein, das definiert einfach so die Spitzen und ich weiß nicht, sie sehen einfach schön aus. Sie haben so einen Glanz, sie sind dann so weich und das riecht halt auch wahnsinnig gut. Also ich finde halt echt, oh, ich liebe den Geruch davon. Und dann, wenn man sich so bewegt, dann tschu, tschu, der Geruch so überall. Ja, es gibt natürlich auch viele günstige, tolle Haaröle, aber das ist halt das Einzige, was ich habe. Es ist ungefähr bis hierhin leer. Also ich habe ungefähr so einen Millimeter, nee, okay, 3 Millimeter verbraucht, sagen wir mal. Ja, aber ich benutze es schon ziemlich oft. Also ich glaube, diese riesige Flasche wird mir so ungefähr mein ganzes Leben halten. Auf jeden Fall war das auch jetzt so ein Favorit, weil ich das auch wirklich sehr viel benutzt habe. ja. Und damit wären wir am Ende von diesem ungeschnittenen Video angekommen. Es ist sehr weird und ich hoffe, es war nicht zu chaotisch für euch, so diese ganzen Szenen, die eigentlich weggehören, zu sehen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir mal sagen, was haltet ihr davon? Keine Ahnung, findet ihr das total kacke? Bereut ihr es, dass ihr es vorgeschlagen habt und ich es deswegen gemacht habe? Und sagt ihr, Marie, bitte macht das nie wieder. Ja, dann lasst mich das auf jeden Fall alles wissen. Sagt mir auch, was euer Beauty-Favorit diesen Monat war, weil ich lasse mich immer so gerne und so leicht inspirieren. Und das interessiert mich halt einfach, was ihr gerne benutzt habt. Also schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann war es das wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Und dann sitze ich immer so kurz da und grinse ein bisschen in die Kamera. Und dann mache ich sie aus. Also, bye bye. Hör ich gerne meine geupdatete Nein. Nein, beziehungsweise Scheiße! Oh!